Ein Jahr ganz im Zeichen eines Virus. Und dazu begrüße ich jetzt den Infektiologen Christoph Wenisch. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und Krankenpflegerin Marina Jovanovic, auch einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Dr. Wenisch, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Vor einem Jahr hat es die ersten Coronavirus-Fälle in China gegeben. Hätten Sie selbst als Infektiologe damals gedacht, dass dieses Virus unser Leben in Österreich und in Wien so verändern wird heuer? Ich erinnere mich noch ganz gut am 2. Jänner. Ja, da habe ich da diese Literatur mit durchgeschaut, weil es ein ruhiger Tag gewesen ist im Krankenhaus. Und da waren die ersten Berichte, dass da was wirklich kommt. Ja, also das hat so ein bisschen zu nieseln und zu tröpfeln begonnen. Und da hat es dann eigentlich schon geweht. Ja. Und ich hab meine Krankenhaushygienikerin angerufen und gesagt, ja, wir müssen die Notfallambulanz vorbereiten, wenn da Reiserückkehrer oder Touristen oder was jetzt, Chinesen waren ja damals noch recht viele in Wien unterwegs, wenn die kommen, dass wir es halt testen und dass man es halt genauso macht wie seinerzeit bei SARS-1. Ja? Also wir hatten damals so Hygieneregeln und so weiter und haben mal gewusst, wie wir da umgehen und so. Und sie hat das dann gleich umgesetzt und so waren wir eigentlich ab Beginn Jänner, also wie die Schulferien da aus waren, schon ein bisschen vorbereitet. Frau Jovanovic, Sie haben heuer besonders viele Corona-Patienten zu Hause betreut und Verdachtsfälle auch. Welche Symptome haben denn diese Menschen gehabt, die Sie da betreut haben? Unterschiedlich. Beginnen mit Husten, Halsschmerzen wie Fieber, Durchfälle, also es war bei jedem, waren andere Symptome. Sie haben leichte und schwere Verläufe gesehen, haben Sie mir erzählt, oder? Und schwere Verläufe. Wir hatten auch Kunden, die auf der Intensivstation gelegen sind und auch Kunden, die zu Hause auch gut betreubar waren. Mhm. Apropos Intensivstation, Herr Dr. Wenisch, wie ist denn die Lage momentan bei Ihnen auf der Intensivstation? Bei uns im Krankenhaus ist es seit Monaten gleich. Ja. Wir sind voll ausgelastet. Wir waren es ja auch im Sommer. Da waren wir die einzige Intensivstation und jetzt sind, weiß nicht, 10 oder so in Wien, die davon betroffen sind. Da waren ja über 100 Patienten intensivpflichtig. Ja. Das muss man sich einmal vorstellen mit dieser Erkrankung. Und man sieht es eh mit den täglichen Zahlen. Also das ist eine enorme Belastung für die Krankenhäuser. Jetzt nicht nur für eine Abteilung oder ein Krankenhaus, sondern für uns alle, weil wir so viele zusätzliche Patienten haben und da eben diese Organisationssachen machen müssen. Was dazu kommt, ist natürlich, dass man das Personal, das sich halt ansteckt oder auch krank wird bei der Erkrankung, das muss wieder ersetzen und dann in der Motivation halten. Das ist halt recht, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr fordernd und fordert eine große Identifikation mit der Arbeit. Ja, das muss man, ich meine, wir haben es uns ja nicht ausgesucht, die Krankheit, das ist jetzt da und jetzt müssen wir es halt behandeln und ich hoffe halt, dass alle irgendwie ganz gut so hinkriegen. Die Gefahr war ja immer diese Triage, da hat es immer geheißen, das soll auf jeden Fall sozusagen abgewendet werden, dass man entscheiden muss, wen kann man noch behandeln und wen nicht. Ja. Ist das gelungen bis jetzt? Immer, ja, das war nie das Thema. Also wir sind nie in dieser Situation gekommen und das ist auch eine große Dankbarkeit, die ich letztlich der Bevölkerung, die da mitgemacht hat, an diesen doofen und elenden Maßnahmen mit Maske und was weiß ich, Lockdowns und alles, was wir da haben, das hat ja nur den Grund, damit nicht diese Situation entsteht, dass man dann entscheiden muss, Münze werfen oder Kriterien oder irgend sowas machen. Ja, also das sind wir ganz weit davon entfernt. Das sieht man auch an der Performance der Krankenhäuser im internationalen Vergleich. Es gab ja Länder, die in diese Triage-Situation kamen. Italien ist das, ja, die haben ja dreifach höhere Sterblichkeit. Und das ist schon, ich meine, da sterben 100 Österreicher und in Italien dann 300 Italiener. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ja. Also, und deshalb ist es wichtig, dass man auch in der Vergangenheit diese Lockdowns und was, also alles, was so mühsam jetzt die ganze Zeit ist, gemacht hat. Jetzt stehen wir kurz vor Weihnachten. Am 24. und am 25. dürfen wir bis zu 10 Menschen treffen. Aus Ihrer Sicht, aus infektiologischer Sicht, ist das gescheit? Ja, ich glaube, dass man sich zu Weihnachten heuer was wünschen sollte. Und zwar, jeder sollte sich ja Gesundheit wünschen. Ja? Und damit man das auch bleibt, ja? Das wünschen sich eh viele, ja? Soll man einen Test machen. Da gehen wir in die Apotheke, kauft sie was oder man geht auf eine Teststraße, macht das und man geht nur getestet Weihnachten feiern. Ja? Man kann sich diese paar hundert oder 50 oder was weiß ich Euro, was kostet für so eine Partie Weihnachtsfeiern, das sollte man sich leisten und das wäre halt mein Appell, anstatt dass man irgendwelche Parfums oder Krawattennadeln da verschenkt, ja, da schenken wir uns jetzt einen Schnelltest. Ja. Frau Jovanovic, also, werden Sie anders Weihnachten feiern heuer? Mit der Familie, nur zusammen. Aber anders also, als sonst, oder?
Nein, wir haben immer nur klein gefeiert und es macht heuer auch keinen Unterschied. Mhm. Gehen Sie testen vorher, wie der Dr. Wenisch das empfohlen hat? Wir werden regelmäßig getestet. Ja. Sie werden sowieso getestet, ja. Vor allem im ersten Lockdown, wir haben es im Beitrag gesehen, hat es viel Applaus gegeben für das Pflegepersonal, für die sogenannten Systemerhalterinnen und Erhalter. Wie viel ist denn davon noch übrig geblieben am Ende des Jahres? Wir haben uns jedes Mal gefreut, nur die Arbeit wurde damit auch nicht gemacht und wir würden uns schon mehr Anerkennung und Wertschätzung wünschen. Das heißt auch mehr Bezahlung in Wirklichkeit. Mehr Bezahlung. Sie nicken, Herr Dr. Wenisch. Ja, das ist so wichtig. Ja. Also die Pflege, die macht am meisten Arbeit hier. Ja. Also ohne Pflege geht überhaupt nichts. Und das ist ganz wichtig, dass man das anerkennt. Das gehört natürlich mit Geld anerkannt, das gehört auch aber mit Wertschätzung in der Bevölkerung anerkannt. Das ist so ein wichtiger Beruf, ja, dieser Pflegeberuf. Egal, ob es jetzt im Krankenhaus passiert, in einem Pflegeheim oder als Hauskrankenpflege, das ist ja wurscht, wie das umgesetzt wird. Das ist so etwas Wichtiges, wie wir umgehen mit Menschen, die eben unsere Pflege brauchen. Und das gehört wirklich anerkannt und unterstützt. Ja. Ich habe so einen unglaublichen Respekt vor dem Beruf, ja, und bewundere sie immer. Ja. Ich kenne es nicht. Ja, ich sage es gleich. Aber warum? Wir haben eine volle Anerkennung. Nein, ich bin zu kopflastig. Das ist. Krieg es nicht hin. Ihre Kunden oder Klienten, wie man sagt, sind ja generell oft einsame Menschen, alte Menschen, die alleine zu Hause sind. Hat sich das durch die Corona-Krise verstärkt eigentlich? Es hat sich verstärkt. Während Corona waren wir die einzigen Personen, die auch die Kunden besuchten. Und die Kunden haben sich immer gefreut, weil wir ihnen einfach alles aus der Außenwelt mitgebracht haben, die Neuigkeiten. Es hat sich schon sehr stark ausgewirkt auf die Einsamkeit. Das größte Geschenk, das heuer unterm Christbaum liegt, ist für viele wahrscheinlich die Impfung, die heute zugelassen wurde in der EU. Frau Jovanovic, Sie haben im Vorgespräch erzählt, Sie haben Angst vor Corona. Sie sind sich aber nicht sicher, ob Sie sich impfen lassen wollen. Warum? Weil das noch ein neuer Impfstoff und einfach die Unsicherheit noch da ist. Herr Doktor, können Sie die Bedenken nehmen, was die Impfung betrifft? Ja, freilich. Das ist klar, das ist neu. Und wenn man sich in der Tiefe mit nicht auseinandergesetzt hat, da schaut man sich so mal an, wie das bei den anderen wirkt. Also, ja. Das kann ich gut verstehen. Und es ist aber so, dass ja jetzt da in England und in Amerika geimpft worden ist. Und dann werden wir in Österreich in einer Woche etwa auch mit den ersten Impfungen beginnen. Und dann wird das ja so ausgerollt und dann hat man halt noch ein, zwei, drei Monate Zeit. Und dann sieht man, was da passiert, und dann wird man das für sich leicht entscheiden können. Es gibt Leute, die haben Angst vor so Langzeitfolgen. Ja, sind die berechtigt? Langzeitfolgen sind auf keinen Fall berechtigt. Das, was berechtigt ist, dass man Angst hat davor, dass es halt wehtut. Ja, das ist eine extrem wirksame Impfung. Und die führt durch diese Aktivierung des Immunsystems zu einem Batzenschmerz, ja, wo man das hineinbekommt. Man kann auch vor allem beim zweiten Schuss dann ein Fieber bekommen. Ja. Also da sind die Nebenwirkungen noch mehr, was wiederum auch darauf hindeutet, dass das so kräftig das Immunsystem stimuliert. Also was auf der einen Seite gut ist, wenn man halt eine Krankheit nicht kriegt, ist auf der anderen Seite schlecht, weil die Impfung so, sagen wir mal, schlecht verträglich ist, aber nur was das Akute betrifft. Ja. Also eine Langzeitprognose kann man natürlich nicht geben, weil man es halt noch nicht weiß, aber ist von dem, was diese Impfung bis jetzt so, was man weiß, ja, total unwahrscheinlich. Wenn wir in einem Jahr wieder hier sitzen, welche Rolle spielt Corona dann noch in unserem Leben, glauben Sie? Eine Erinnerung wird es sein, denke ich. Wir werden, denke ich, uns ein bisschen darüber freuen, dass Therapien besser geworden sind. Ich glaube, das war diese medizinische Revolution, die jetzt durch das, also diese Life Science Revolution, die da abgeht im Moment, dass wir da durchaus nicht nur, was Corona betrifft, einen Nutzen haben, sondern auch für andere Therapien. Historisch ist es so, dass eine Pandemie dauert immer 1 bis 2 Jahre. Das hätten wir dann sogar das Längere erreicht. Und wir brauchen eben 70%, die Krankheit durchgemacht haben oder geimpft sind. Das geht sehr aus. Mhm. Das schaffen wir in einem Jahr. Mhm. Also insofern denke ich, dass wir zurückblicken können. Und wenn wir Glück haben, medizinisch noch mehr passiert. Mhm. Ich möchte immer die Gespräche heute beenden mit so einem positiven Ausblick ins neue Jahr. Abseits davon, dass Corona hoffentlich irgendwann Geschichte ist, was wünschen Sie sich vom neuen Jahr? Ich wünsche mir, dass die Geschäfte wieder aufgehen. Das war seine Freunde wieder sehen kann, dass man mit der Weber Riesenfamilie, dass da mal alle 30 wieder zusammenkommen können, dass man ins Theater gehen kann, dass man weggehen kann, dass man ausgehen kann, dass man diese Aktivitäten wieder setzen kann. Also, ich nehme an, Sie schließen sich an, Frau Jovanovic. Dass man irgendwann einmal die Masken loswerden. Ja, und schön wäre es, wenn man auch einmal sich so umarmen kann. Gell? Also, das ist diese Dinge, wenn du die nicht so kennst. Also ich habe gesagt, wenn wir meine Oberschwester und ich, wenn wir geimpft sind, ja, beide, dann geben wir uns ein Bussi.
Zum ersten Mal, oder? Nein, auf die Wange. Okay. Ja. Aber, ich meine, ich arbeite mit der 16 Jahre zusammen, aber das, diese Herzlichkeit, das geht halt ein bisschen so schon verloren. Frau Jovanovic? Gesundheit und einfach, dass wieder Normalität einkehrt, dass wir an unserem Leben wieder teilnehmen können, wie vor Corona. Das wünschen wir uns alle. Mhm. Vielen Dank für den Besuch heute. Dankeschön. Bei uns.